Ja, willst du hin? Ich kann Wenn dir mal ihr zwei wollt, abtrennen. ansonsten. Ah, ich glaube, die sind nicht so viel wert. Schnieke. Wovon hängt ihr Wert ab? Von dem, was drauf ist. In Das deiner ist so Nase. ignorant. Was? Keine Ahnung. Was ist das? Hallo? Hallo? Der Schaß ist Bitte da. was? Geht, Freunde. Käse. Ja, Käse. Delfingeräusche. Das war ziemlich gut. Und Käse. Danke. Ich fange an zu evolvieren, also mich zu transformieren in einen Delfin und hier. Wenn ich mich nicht räuspere, fängt dann meine Stimme so komisch zu werden und das ist furchtbar. Ich muss nochmal husten. Dann husch einmal. Das war kein Husten. Hey, ich habe mich extra gemutet, hör auf. Mich da so zu exposen. Exposed. Exposed. Ich bin eine feine Lady, die nur ganz dezent und zart hustet. Exposed. hallo. Meine Kameraden. Sind wir schon wieder die Kameraden? Ja, bitte. Was wär's denn gern? Ein Feuerwehrmann. Reich. Wirklich? Okay. Meine Rich Feuerwehr. Das Wort mit B und Itches. Bridges? Ja, genau. Du hast es erfasst. Ja, ich bin ja auch eine gute Brücke. Du wirst gut in Scrabble mit diesen Skills. Oh, Inselfarers! Ich habe noch nie mein Leben Scrabble gespielt. Gibt's auf ja, der dann wird's Insel Zeit. solche Dinge wie Schrott? Ich habe auch noch nie sicher. Monopoly gespielt. Nur einmal Hattest in du überhaupt Leben eine KD. Kindheit? Ja, meine Kindheit war voll mit Uno! Yeah! Ich lese gerade ein Webtoon und in dem spielen sie immer DOS. Was spielt? DOS. Achso! Ach so. Sicher nicht UNO. Kein Plagiat ist. So schlau. Weiß ich, versteht einfach jeder. Eine nette Insel. Aber es klingt halt, also es geht nicht so leicht von den Lippen wie UNO. Ja, vor allem, wenn du Uno Uno machst, ist es dann DOS DOS. DOS DOS! Da ist schon wieder eine Möwe beim Gemüse. Weißt du, was echt schlimm ist bei Leuten, die Uno spielen? Hm? Wenn sie dann anfangen, Punkte zu zählen. Ich finde das eigentlich total gut. Ich weiß nicht, Leute, die nicht Punkte zählen bei Uno, das sind Unmenschen. Du bist halt gezwungen, die, die schlauere Lösung zu machen, ja. Man ist gezwungen, nicht einfach nur runterzuspielen, bis man halt keine Karten mehr hat, sondern dass man auch schlau spielt und die teureren raushaut. Das ist ja das System. Ja, im Gegenteil, man wird gezwungen, die teureren rauszuhauen, weil man sonst einfach anhand der Punkte schon verliert. Man ist nicht gezwungen, die teureren rauszuhauen. Man kann ja gamblen, ob dann die teureren es wert sind zu bleiben oder ob man da vielleicht doch noch überleben kann, dass man sie dann später nutzt. Ja, dann wird es nie passieren, weil. Ich habe nicht gewusst, dass man bei UNO Punkte sammeln kann. Habe ich auch nicht gewusst, bis ich hier in ein Problem geraten bin. In ein Problem? Willst du dieses Problem beim Namen sagen? Ist es einmal denn nicht näher zur Insel gefallen, jetzt müssen wir vielleicht schwimmen machen. Das schiebe ich auf meinen Assistenten. Was für ein Assistent? Manfred. Manfred? Der Mandy! Der Gute. Muss Letztens habe ich mit Mandy so... Na, keine Ahnung. Gibt's da irgendwo einen Schatz? Ah, ich habe vorhin gerade so stark Schatz. Gehustet, dass mir jetzt der Hals wieder wehtut. Ich kann auch nie zufrieden und glücklich sein, oder? Sorry, das war jetzt nicht auf dein Ding.
Ich hab gerade einfach so instant. Na! Also, ich war aber nicht mal auf die Wirkung. Ich such grad. Das hab ich gar nicht gehört mit Discord. Ich auch nicht. Oh, also ausgehe. Du wärst eigentlich safe gewesen, aber jetzt hast du dich exposed und das ist. Ja. Ziemlich. Den Schatz ist ziemlich problematisch von dir, muss ich schon sagen. Gibt's bei euch Schatz? Nein! Ich weiß nicht, es kommt vor. Was da drin? Nicht mehr. Ich hab zwar die Daniel gefunden. Wir haben es. Ja. Das One Piece? Ja, besser. Basically. Was haben wir übrigens Bienen? Naja, wir haben eigentlich das eine Piece-Titan gesucht. Ja, wir haben sogar zwei Piece-Titan gekriegt, aber. Wir haben das Two Piece! Stellt euch vor, das ist der Plot-Twist dann von. Also das Ende von One Piece. Sie kriegen einfach zwei Stück. Das wäre witzig. Ist ja witzig! Ach, Brussi! Meine Güte! Hat dir deine Mama nie gesagt, dass du ein geliebtes Mitglied der Gesellschaft bist und hast deshalb Komplexe aufgebaut? Das klingt ziemlich glaubwürdig. Ja. Wo? Es gibt keine gewalttätigen Haie, es gibt nur Haie, die nicht geliebt wurden. Missverstanden. Ich hab nur einen Schatz gefunden. Ich hab ein Tiki-Teil gekriegt, cool. Tiki-Teil? So eine Fackel oder was? Na, warte, zeig ich das dann. Ist das so eine Statue? Wie diese Geroids in Animal Crossing oder wie die heißen? Ja, so in der Art. Da ist ein Bär. JB ist doch da. Ja, muss. Ah, Hilfe, ein Bär. Aua! Lass mich in Frieden. Ich will doch nur den Schatz finden. Alarm! 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 Jeder, der auf das reagiert, ist einfach automatisch exposed. Aber du hast das auch gesagt. Ja, ey, aber das ist für mich so die Falle. So wenig expose. Wer darauf reagiert, ist enttarnt. Ja, guck mal, wer kennt denn das nicht? In die ganzen Generation. Jugendlichen Zuschauer. Alle Leute, die keinen Humor haben. Hier waren Bienen, aber ohne Honig. Was ist das für ein Scam? Checkmate Atheist? Ja, wirklich ein Scam. Achso. Ich habe eine Scheibtruhe gefunden. Was? Was kann man damit machen? Weiß ich nicht, das steht da halt rum. Achso. Ah, die am Strand. Ah ja, ja, wir sind ja wieder auf der Insel. Ma, ich muss voll aufpassen, dass mein OBS diesmal nicht wieder abschrottet. Ich hab Kartoffeln. Muss kurz einstellen. Muss kurz auf meine OBS schauen. Hey, der Bruce hat schon wieder was abgegessen. Okay. Weil wir müssen dann auch schauen, dass wir unser Boot einmal einmanteln. Da fallen echt viele Teile schon wieder. Hey. Du bist kein Freund der Volksmusik, gell? Der Volksmusik jetzt? Meine Güte, das wird ja immer interessanter. Boah, ich habe jetzt voll viel Honig gekriegt. Jetzt können wir voll viel Honig machen. Oder auch nicht. Ich hätte gern ein Striezeln mit Butter und Honig. Ma, das wäre gut. Honig ist so geil. Aber eigentlich ziemlich disgusting, wenn man drüber nachdenkt. Aber eigentlich so gut für den Körper. Bist du sicher, das ist doch nur Zucker? Na, es hat voll viel Nährwerte. Also, voll viel Nährwerte, aber es ist halt schon gut für den Körper. Ja. Okay, wenn du das sagst. Und, das musst du mir jetzt glauben, weil ich hab das gesagt, ne? Zucker ist auch gut für den Körper. Hat uns die Zuckerindustrie so beigebracht. Wird's nicht gut, wird's nicht so viel Spaß machen, ihn zu essen.
Zum Glück trainiere ich dich langsam ab auf den ganzen Zuckerkonsum. Was ist? Oh, Bruce hat gerade das Floß direkt dort angebissen, wo sein Papa hängt. Ist das nicht seine Mama? Ist das... ist er weiblich oder männlich daher? Vielleicht ist er... beides. Ein Twitter-Hai. Ein Twitter? Hat schon jemand Schrott von euch? Ja, ich hab 20. Kannst du mir was abgeben? Nein. Ich hab keinen Speer, ich hab keinen Haken, ich brauche Schrott und du hattest aber einfach. Ein Speer ist da herinnen, glaube ich. Never mind, das sind Metallpfeile und keine Speere. Sorry. Ich habe da schon einen Holzspeer rausgefischt, aber dadurch, dass es ein Holzspeer ist, ist es auch schon fast hin. Ist ja klar. Nein, ich habe nämlich leider auch gar nichts. Ich kann da einen Nagel geben. Danke, aber aus Nagel macht man keinen Speer. Ein Minispeer. Ein Stück Holz mit Nagel. Ja. Ich glaube, ich fische ein bisschen nach den seltenen Fische. Fisch da. Ah, ja, okay. Achso, auf der Insel müsste es ja ein Haus geben, oder? Ich traue mich nicht mehr. Und du kannst Bärhaus. Der Bär wollte meinen Bad. Ich traue mich generell nicht ganz auf die Insel, einfach weil die letztes Mal so hängen geblieben ist. Oh je, Mini. So, ich spiel dir die. Alter, Möwe! Was? Maus, das ist das für ein cooles Karibikdach da über den Suppengrün. Das schaut. Sieht ja fast aus wie mein Dach. Aber nur fast. Da sind ein paar Steine. Da ist ein Schrott. Ich hätte jetzt hier gedacht, dass wir jemals so geil auf Schrott sind. Ja. Ja. Wow. Wir haben 86 Tage schon überlebt hier. Draußen in der Wildnis. Alter, hast du mir da einen blöden Tiki draufgestellt auf meine Brücke? Ich hab den Kurs so sonst hinstellen sollen, hat man doch da macht er sicher viel her. Wie heißt er? Will ich den kennenlernen? Francisco. Francisco. Wo kommt er her? Aus Italien. Oh, diese Möwe. Okay. Was macht er hier? Urlaub? Spaghetti. Sieht nicht aus wie jemand, der Spaghetti macht. Aber ich will es nicht hinterfragen, was das ist. Was machen Italiener denn sonst als Spaghetti? Pizza! Oh, Krieg. Oh, Tiramisu. Ja. Italiener haben eigentlich schon gutes Essen erfunden, gell? Gell. Eigentlich tut's mir leid für die Italiener, weil das Essen, was sie da so geil erfunden haben, gibt's einfach überall bei jeder Kebab-Bude so auf ihre Version. Ja, und dann gibt's einfach so, wie bei uns in Wörs, gibt's ein Restaurant. Es hat einfach, glaube ich, so griechisch, mexikanisch und italienisch. Oh. Das schmeckt wahrscheinlich nicht von den drei einfach gut. Weil es einfach viel zu viel Auswahl ist. Seit Gordon Ramsay habe ich gelernt, dass ich kein Restaurant trauen darf, das viel zu viel am Menü oben hat. Ja. Das habe ich mal auch ohne Gordon Ramsay gesehen zu haben. So ja, schön für dich, dass du nicht Gordon Ramsay brauchst. Ich brauche ihn. Ich finde es voll okay. Verstehe. Und wenn wir jetzt auf dich ein Sandwich dann und ein zweites Sandwich, was bist du dann, Kiwi? Pufferlisk. Was? Was bitte? Achso, wie Kugelfisch ist das, oder? Ein Obelisk, keine Ahnung. Pufferlisk ist der Peiniger. Es ist eine Mischung aus einem Basilisken und einem Pufferfisch. Na, sag ich doch. Ein legendärer Pufferlisk. Die
Denkst du auch, du bist jetzt lustig, oder? So. Wieso ich? Das ist das Spiel. Denkst du auch, du bist jetzt lustig, ha? Ein Idioten-Sandwich. So, Lidl, wenn ich die Flasche jetzt ausgetrunken habe, was nur noch 200 Milliliter sind, dann habe ich heute 3,5 Liter getrunken. Jö! Boom. So, und was mache ich jetzt da? Ich bin doch so inspirationslos, was das Gebäude betrifft. So, ihr müsst zwar sagen, in welchem Stil? Elegant oder eher mehr. Soll es ausschauen wie der Zwilling von dem ersten Haus, was ich gebaut habe, oder ganz anders? Ganz anders. Okay. Okay. Puh, der Druck ist da. Der Druck ist da. Ich habe eins zu viel gemacht. Ohne Druck kannst du gar nicht. Na, sieh so. Jo, no. Meine Freunde, ich hab die ganze Insel einmal umschwommen, es gibt keinen Schrott. Mehr. Ich würde sagen, nein, ich hab genau zwei gefunden und das war's. Na, mehr, weil ich schon so viel gefarmt hab. Ach so. Haha. Upsi, haha, schwupsi, ist mir ein kleines Upsi-Dupsi passiert. Also, fahren wir weiter. Volle Kraft voraus. Ciao. Achso, du bist doch noch aufs Boot. Oh. Wir brauchen unbedingt 6 Schrotte. Oh nein. Was hat sie vor? Was hat sie nur vor? Ich weiß nicht, was ich da jetzt mache. So, ich wie so. Also, was sagst du dazu? Oh, sag ja. Wenn ich weiß, 6 Schrott. Mir fällt eine gewisse Person an, die sich den. Nein, ich hab keinen Schrott mehr. Ich hab keinen Schrott mehr. Was ist denn das? Was ist was? Ach so, mein. Die Möwe hat gerade die letzte Dings kaputt gemacht, Vogelscheuche. Und der Kopf von der Vogelscheuche ist einfach da gerade rumgerollt. Oh nein. Total. Das Mordopfer. RIP. Das bin ein Mörder. And you are a suspect. Wo bist denn der Herr schon wieder? Brus! Oh Mama. So eine Brus. Fahren wir wieder. Der Brust. Startet die Motoren. Hebt den Anker auf. Auf geht's nach Costa Rica. Wir fahren nach Costa Rica. Oh, Amerika Latina. Anker. Oder wir fahren nach Griechenland. Ja. Und wir nennen unser Schiff jetzt Costa Concordia. Na. So. Okay. Absolut dagegen. Okay. Verständlich. Ich habe gehört, es gibt Nägel. Wo hast du das gehört? Im Wind. Fake News. Achso, wir fahren ja eh mit dem Wind, dann können wir ja eh den Motor abstellen. Na, das geht gar nicht so. Das geht gar nicht so. Kannst du da flüstern? Ich rede nur mit mir selber. Okay. Okay. Oh, ich habe ein Titanium aus dem Ofen gezogen. Oh nein. What for? Es gab Leute, die haben wirklich gemeint, das ist eine rührende Szene gewesen und wir haben uns einfach ab. Was? Ja. Bei dem Horrorfilm Megan, da gab es eine Szene, da hat der Roboter auf einmal angefangen, Titanium zu singen. Okay. Das
Das war so... Es war so Fremdschäm. Es war so... Hey. Ah. Zu meine Platzen. So. Sieht so der ganze aus. Kontext war komisch. Diese Möwe. Es war ein Film, der hätte Potenzial gehabt, aber hat alles versaut. Das ist traurig. Ich würde gar nicht mehr ins Kino gehen, ja. Weil spitzt sowieso nichts Gescheites. Kann man die Dinger da auch aufhängen eigentlich? Was sind die Dinger? Deine Dinger. Oh. Okay. Diese Kiste da. Sind die Blumenkiste. Okay. Sorry, ich will die nicht vom Kopf stoßen. Das ist okay. Alles okay. Ist alles okay, Kini? Ja, sicher. Okay, dann ist ja gut. Einfach völlig desinteressiert, die Eule. Auch jemand von euch zufällig gerade ein Feuerkorb? Ich stelle nochmal dazu die Küchensachen dazu. Gönn mir. Ein Feuerkorb? Mhm. Da schaust, gell? Zuerst ein Tiki, jetzt ein Feuerkorb. Ich glaube, die hat was vor. Und so. Das lasse ich noch. So. Und das ist so. Und dann hier so. Das ist so. Und das ist so. Yeah. That's what I'm talking about. Hast du Hamilton gesehen? Ja, also das Theater haben wir uns angeschaut. So. Also auf Disney Plus? Ja. Makes sense. Why? Achso, weil der... Ben Hamilton gesagt, that's what I'm talking about! Give it up for the maid of honor, Angelica Schuyler! Weil ich liebe das Lied. Das voll. Ist so gut. Richtig, richtig gut. Was ich nicht erwartet hätte, dass ich das so mögen werde, dieses Art Rappige, mit dem restlichen Kontext und so. Ach, ich hab grad das einfach so gut gefunden. Ich hätte es mir nicht gedacht, weil ich bin nicht so... Normalerweise der Mensch, der sowas mag, ne? Ne? Na? 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 Na, okay. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Okay. Jetzt habe ich schon wieder was falsch gebaut, das gibt's ja nicht. Ich bin so eine... Ole. So. Das Bauen von den Dächern haben sie eigentlich auch echt cool gemacht hier im Spiel. Ziemlich schniege. Schniege. Schniegelwiegel. Ach nee, entweder habe ich Hunger oder ich habe Durst, aber zufrieden bin ich nie. Ja, Kiwi. Da sagst du was. Fahren wir eigentlich den Müll nach? Ja, passt. Kollege. Kannst du das bitte los? Jetzt fühle ich mich angesprochen mit Kollegen. Ja, selber schuld. Na toll, jetzt hast du es wieder dran. Ist das schon manchmal Sacke? Sacke? Säcke? Sacke. Sacke. Am besten im Mund gegärt. Nein, nein, nein. Das ist krass.
Mein toxic trait ist, dass ich denke, wenn ich... I'll never forget the last time I saw your face. Mein toxic trait ist, dass ich denke, wenn ich wirklich versuchen würde, dass ich so singen könnte wie bei dem Lied Burn. Aber wahrscheinlich, wenn ich es versuche, bin ich so... Ja, das habe ich auch schon gesungen, das ist voll cool. Das ist so gut, also es ist so, so cool zum Singen einfach. Musst mal probieren, da fühlst du dich richtig... Ich hab's vorher, dann es klang nicht gut. Empowered! Na. Das ist eine Insel. Es gibt Sachen, die muss man lassen. So. Kennst du die deutsche Cover-Version? Björn. Wow. Zirp, zirp, zirp. Soll ich das verstehen? Jetzt flatter ich schon wieder die ganzen Planken. Okay, aber wenn ich dieses fette Projekt starte, ja, dann wird wieder wahrscheinlich das oberste Stockwerk Top Secret bleiben, also bitte ich um Diskretion. So, ich hol mir jetzt den ganzen Schrott hier. Der ganze Schrott. Ja, wenn es dann so zwei Schrott gibt oder so. Hab schon drei. So. Ich brauch auch Schrott! Wo ist die Insel? Ah doch. Unser Boot ist schon so groß, dass ich die Insel gar nicht mehr finde. Ah! Aua. Oh. Schrott vorkommen! Yeah! Was yeah. ist oh? Nichts ist oh. Hast du eine Kiste kaputt gemacht? Nein! Also so wie du bin ich jetzt nicht, okay. Was ist ja, passiert? Boah, die Brücke schaut cool aus. Ja? Aber, wie gesagt, ab sofort ist der dritte Stock wieder gesperrt. Ja, so warst du es in plain view. Ich kann nicht hinschauen. Du musst dich zurückhalten. Selbstbeherrschung, Minion. Das ist wieder ein SpongeBob-Zitat. nicht ganz. Das Minion ist vielleicht inspiriert von Mr. Eugene Krebs. Oh. Was der so? Ich will auch mal den Metalldetektor nehmen. Ich mag das jetzt. Gönn dir. So, jetzt hab ich's da. wo haben wir denn die Schaufel? But Alexander. Ich hab die Schaufel. Ich bin ja gerade auf der Insel. Komm einfach her, dann gehst du. So. Weil ich muss mir wieder mal Hamilton anschauen. Ich muss wieder mal so richtig rehren. Habt ihr sie hier live gesehen? Über Disney Plus haben wir es einfach nur gesehen. Achso, ja, okay, das ist normal. Broadway können wir uns nicht leisten, allein schon wegen dem Hinflug. Es gibt ja in England und ich glaub, es kommt jetzt auch nach Deutschland. Da wo bleiben wir stehen hier. Dankeschön. Ich geh wieder Schrott holen. Ich hab schon 9 Schrotte. Boah, ich hab so eine Niese in der Nase stecken, oh meine Güte. Raus. Nö. Keine Chance. Schüchtern. Oh. Okay. Und ich würde sagen. Warte, der Grundbaustein, Alter. Es ist immer das Schwierigste. Es ist ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für dieses Floß. Was lachst du so, ha? Du provozierst mich! Ich produziere das schon mehr. Du produzierst mich! Studenten okay. Im Suppengrün. Der Schatz auf dieser Insel war buchstäblich Schrott. Ja, aber das ist ja in unserem Fall jetzt der Schatz. Bei dem Schrottbedarf, den wir momentan haben. Und das würde ich dann... Ah, ich glaube, ich mache das... Nein, oder? Fakt. Ich glaube...
Lass ich es hier anfangen? Ich glaube, ich lasse es hier anfangen. Ich würde sagen, es sollte hier beginnen. Das ist der Grundbaustein. Jetzt kommt gleich wieder. Ich hab's falsch gemacht. Hey, wann habe ich das jemals gesagt? Oops. Ich hab's schon wieder falsch gemacht. So, aber jetzt. Wo ist denn der ganze Schrott hin? Ich hab 18 Schrott. Aber ihr dürft euch jetzt nicht wundern, wenn ich diese Verantwortung hab, ja. Dass ich sie auch missbrauchen werde. Das schaut jetzt wirklich aus wie bei Chihiro. Mit der Brücke da. Auch nicht hinschauen. Ja, aber die Brücke darf man ja wohl anschauen, oder? Man darf nicht mal hinsehen, ne? Alles das verboten. Ist einfach gerade wieder alles abbauen. Nein! Nein! Wow, ich doch nicht. Was? Okay, ich muss jetzt einmal unbedingt das Dach da fertig bauen, damit diese blöde Möwe nicht ständig. Ach so, das kann man. Oh. Was? Ein Dach gegen Möwen? Ja. Willkommen in der Zukunft. Durchaus. So, und wenn ich dann das aber hier so mache, ich glaube, ich soll es dann. Und dann fängt das hier an. Ja. Ja. Finde ich gut, Amelia. Finde ich gut. Nein, aber nicht so. Oh, wie wär's mit so? Oh ja, so gefällt mir das. Sie ist verrückt geworden. Ich bin derselben Meinung. So muss das sein. Hier ist noch ein Schrott. Schaut cool aus. So, nein! Och man, Amelia! Damen und Damen. Oder? Das ist ja cute. Ich würde es doch so lassen. Ja, bist doch nicht so dumm, wie du ausschaust. Ne? Ist voll okay. Ist voll okay. Jetzt kommt es, Leil. Jetzt kommt. Aber jetzt beginnt es. Okay. Und mit dem? Ja, ich würde es so lassen. Ich würde es so lassen. Ganz ehrlich. Du hast schon genug in deinem Leben durchgemacht. Du kannst es so lassen. Ja. Oha. Crazy shit. So. Geh der Freund. Wieso darf ich es auf Englisch auch nicht sagen? Ich denke an Kinder Englisch. Du darfst es nicht mal auf Albanisch sagen. Wirklich? Das hätte ich mir jetzt als nächstes angeschaut. Ich wusste doch. Der Grundbaustein ist gepflanzt. Von meine hier aus geht es nur noch. Und her. Und alles dazwischen? Genau. Was war das für ein Wump? Mutter. So. Ja, aber wir haben noch nicht den neuen Anker. Ach crap. Das müssen wir trotzdem nur anrennen. Aber wir haben noch den Anker. Aber ja, wir können jetzt die Motoren mit einem Hebel starten. Let's go! Wo kannst du dich denn einstellen? Aber entdeckt das Land! Ja. Ihr dürft zwar an sich noch nicht das Bauprojekt an sich dann begutachten. Also, der seitliche Hebel da, der ist, wo der Pfeil ist, das ist die Richtungen. Der andere oben ist für Motor starten und der andere sagt dann Anker runter und rauf. Ich muss verdursten, Hilfe. I need water. Aber das ist schon mal der Grundbaustein von diesem Gebäude. Ich glaube, ich lasse es so. Mega cool, ja. Ich finde das da mit der Ecke voll cool. Hast du rundherum diesmal... Yeah, nice. Natürlich. Einen Platz. Wieso steht da eigentlich so eine einsame Ente? Wieso steht die nicht bei den anderen Enten? Die ist rassistisch. Das wollten die anderen nicht. Dann steht jetzt ein bisschen weiter weg. Also. Voll cool, aber... Okay, wir haben glaube ich genug Holz und Motoren. Weil... Ich glaube, wir können eigentlich... die Motoren dabei eher ausschalten, weil wir fahren eh einfach mit Windrichtung, oder? Hey Nana? Nur demonstrieren. Ich weiß, das ist jetzt ein freaky Vorschlag, ja. Ui.